begrüße Sie zum Kurzgottesdienst jetzt auf Video für Sie zum gemeinsamen zu erleben zu Hause. In Jesaja 60 heißt es: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit scheint über dir. Dieses Wort war ursprünglich vor 2500 Jahren dem Volk Israel gesagt worden. Heute kann ich es Ihnen in einer neuen Formulierung direkt sagen. Gott will Ihnen mit seinem Wort persönlich begegnen und ihre Lebenssituation hell machen. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Vor 2000 Jahren erlebte dies ein Mann aus dem Volk Israels. Er hieß Petrus. Dabei hatte er etwas ganz Besonderes erlebt. Er hatte diesen Jesus kennengelernt. Dieser Jesus, zunächst ein Mensch wie du und ich, erstrahlt in seinem überirdischen Glanz voller Kraft und voller Herrlichkeit. Und, so hatte Petrus gehört, er soll Gottes Sohn sein. Aber was bedeutete das für ihn und für uns in unserem weiteren Leben? Er wusste nun, was der Sinn seines Lebens ist. Die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. So ist es doch. Was die Zukunft betrifft, tappen wir ziemlich im Dunkeln. Gerade jetzt in der Corona-Zeit wissen wir gar nicht, wann geht's weiter, wie wird es, wie wird unsere Zukunft aussehen, was wird auf unserer Welt alles passieren. Und trotzdem, trotz aller dieser Ungewissheit, möchte das Licht von Jesus Christus aufleuchten in unserem Herzen. Die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Das haben wir an Weihnachten gefeiert. Und wir tragen diese frohe Botschaft nun das ganze Jahr in uns. Wenn wir diese Botschaft als Gotteswort annehmen, dann ist es so, als ob ein heller Stern über uns aufgeht, mitten in unseren Herzen. Wenn man morgens irgendwo steht und sieht einen Sonnenaufgang, das ist schon was ganz Tolles, wenn diese strahlende Helligkeit aufkommt, ein wunderbares Naturerlebnis. Solche Erlebnisse in der Natur wollen sich bei uns im Herzen sehr oft festmachen. Man merkt sich das und denkt ganz oft an diese wunderschönen Morgende, wenn man sie gehabt hat. Bei Jesus Christus ist das so. Alle diese Dinge
weisen uns durch die Stimme Gottes auf sein Wort hin, auf die große Herrlichkeit von Jesus Christus. Er ist der helle Morgenstern. Er ist es, der für uns strahlt, der immer heller wird und immer heller leuchten soll in unseren Herzen. Bis auf den Tag seiner Wiederkunft. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit scheint über dir. Egal, was uns zurzeit niederdrückt und das Leben verdunkelt, sodass es nur noch manchmal uns vorkommt, als ob wir ein ganz kleines Lichtchen haben. Viele spüren sich eingesperrt, in ihrer Lebensfreiheit eingeschränkt. Und viele denken, dass dadurch ein Stück ihrer Lebensqualität verloren gegangen ist. Und man kommt sich nur noch ganz klein und unwichtig vor. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist ein Wort, mit dem wir alle die nächsten Tage gut leben können. Vielleicht ist es nicht nur ein Wochenspruch, sondern auch ein Motto. Mitten hinein in die Corona-Zeit, mitten hinein in die Traurigkeit unserer Zeit, wo uns so vieles fehlt. Aber eins wissen wir, das Licht von Jesus Christus erscheint über uns. Denn der Herr geht auf. An Weihnachten gefeiert, scheint er ein ganzes Jahr. Für dich, für mich, für alle Menschen auf dieser Welt. Wir beten. Gott, du siehst uns an im Licht und dein Blick durchdringt uns, tröstend, verstörend erfüllt von Liebe. Du siehst uns an und es ist dein Licht, das uns trägt und verwandelt. Wir bitten dich, sieh all jene an, die nach Vergebung hungern, die schuldbeschwert sind und die dunkle Vergangenheit nicht loslässt. Sieh auch auf uns, dass wir jeden Tag aus deinem Erbarmen leben. Sieh an die Enttäuschten und Verbitterten, die Gehetzten und die Getriebenen, alle, die sich fremd und gefangen fühlen in den Umständen ihres Lebens, gerade jetzt. Sieh auch auf uns, die wir auf deinen Trost hoffen. Sieh auf alle, die mit einer Krankheit ins Ungewisse schauen, auf den Stationen der Krankenhäuser, die sich an den Grenzen ihres Lebens wissen und fragen, was sie erwartet und wie sie bestehen können in ihrer Angst. Wir bitten dich, sieh die an, die Flüchtlinge und Entwurzelnden, die um das nackte Überleben ringen, die aus ihrer Heimat vertrieben sind, durch Krieg und Dürre, durch Armut, Zerstörung der Natur. Sieh auf die, die jetzt im Winter auf den Straßen und Plätzen überall auf dieser Welt keinen Wohnort haben und frieren müssen, nicht genug zum Essen und zum Trinken. Sieh auch auf uns, die wir uns nach deiner neuen Schöpfung sehnen. Gott, Barmherziger, du siehst uns an und es ist dein heller Blick, der uns trägt und verwandelt. Du kennst uns, du suchst uns, du erbarmst dich unser. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und der Segen soll sie begleiten, immer wieder mit dem Wochenspruch, der über diesen Tagen steht: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wenn Sie wollen, gibt es jetzt noch ein Musikstück. Lehnen Sie sich zurück und hören Sie zu. Ihnen eine gute Woche. Bis bald.